Gut, herzlich willkommen beim Promi-Koch-Duell. Wir sind Kochgruppe A. Das ist Joyce, die hat schon mal was vorbereitet. Ja. Was hast du uns denn Schönes gekocht? Ein Vintage-Brötchen. Das sieht nämlich so aus, als wäre es schon angebissen. Da läuft mir gleich das Wasser im Mund zusammen. David. Vintage. Sag mir mal Vintage. Vintage? Ich stehe extra hier unten übrigens, damit wir auch endlich mal auf derselben Höhe stehen. Mhm. Übersetzt mir jetzt mal Vintage, Fräulein Klugscheißer. Weiß ich nicht. Warte, was heißt das? Geht doch hier um was ganz anderes, David. Nee, geht es nicht. Da hast du wieder nicht aufgepasst. Es geht wie immer um Eichhörnchen, ne? Weil mir geht es um Eichhörnchen. Die Eichhörnchen, heute werde ich nämlich nicht wie letztes Mal als Erster rausfliegen. Kannst du pokern eigentlich? Hobbymäßig. Doch, ich poker manchmal. Wenn man moderiert ist, man nicht, Fräulein. Du, pass auf. Also ich werde heute für die Eichhörnchen gewinnen oder Zweiter werden. Für wen spendest du? Weißer Ring heißt das. Ein bisschen sinnvoller vielleicht als deiner? Wie, weiße Schokolade? Sagt dir noch nicht mal was, ne? Das war klar. Was ist denn? Mach nichts, David, mach nichts. Was ist es denn? Ich hoffe, du kommst nie in die Situation, dass du so etwas brauchen könntest. Opferschutz. Opferschutz? Nicht, dass ich dir heute noch was anziehe. Für Frauen oder was? Nein, für Männer und Frauen. Okay. Und Kinder. Die brauchen da sowas nicht. Lieber spendet lieber Kinder, wenn ihr das jetzt seht, spendet lieber für die Eichhörnchen. Senioren und Kinder braucht doch kein Mensch sowas. Jeder kann da hingehen, ja? Zu den Eichhörnchen können nur die Eichhörnchen gehen. Fällt mir nicht mehr zu ein, das ist... Wer als Erster rausfliegen soll? Also wenn wir beide zuerst rausfliegen, dann haben wir Zeit zu knutschen. Achso, aber kann man auch gleichzeitig rausfliegen? Nee, das geht doch gar nicht. Wenn wir beide all-in gehen, dann geht es. Ja, aber nur wenn dann ein anderer gegen uns gewinnt. Der... Ja, dann müssen wir das so, dann fingieren wir das. Also wenn ihr nachher das so mitbekommt bei Let's Play Poker Live, dann wisst ihr, wir haben es vorher abgesprochen. Seht es aber erst hinterher, weil das kommt ja erst wieder 3 Tage später, weil die ganzen Schnittaffen von Pro7 brauchen immer eine ganze Woche, bis der Scheiß zusammengeschnitten ist. Echt? Hast du noch nie? Ja, noch nie. Siehst du? Solltest du mal.